Dieses Gesetz ist völlig überflüssig, ist wirklich großer Blödsinn, es braucht auch niemand. Wir haben vor drei Jahren noch Fördermittel dafür gegeben, dass die Bürger umgestiegen sind auf Gasheizungen. Mhm. Ja, das haben wir verabschiedet. Jetzt sollen die Bürger ihre Gasheizung wieder rausreißen, noch dazu in den Altbauwohnungen und sollen dort Wärmepumpen einbauen, die überhaupt nicht technisch in der Lage sind, eine Altbauwohnung zu beheizen. Also dieses Gesetz ist überflüssig, vor allen Dingen bringt es den Bürgern hauptsächlich nur Probleme. Sie müssen ihre Wohnungen, ihre Häuser dämmen, sanieren. Ich will mal ein Beispiel nennen, wenn ein 55-jähriger Familienvater gerade sein Häuschen abgezahlt hat, muss jetzt im Prinzip damit beginnen, eine Wärmepumpe einzubauen, muss seine Fassade dämmen, muss Fenster wechseln, muss sein Dach dämmen. Das sind Dinge, die der Familienvater gar nicht mehr bezahlen kann. Das ist seine Altersvorsorge, das Haus. Das nehmen Sie, das ist die grüne Ideologie. Und die FDP als Mittelstand- und Handwerkspartei macht dort voll mit. Und deswegen stehen Sie in den Umfragen auch so, wo Sie stehen. Muss